So good old Germany. Day one. Für ein Augenblick bleibt die Ich auf dem Weg stehen und fällt in Atemal. Und schaut ihr mit auf uns beide ab. Verwundert und erfreut über das, was hier folglich geht. Und mit uns regt Körper, Schwede mit dir. Horn is still sleepy. Robert is trumpeting at the bathroom. And me sitting in bed. Can't wait to put out my drum set. To, was sagt man denn nochmal? To build up my drum set? To set off my drum set. That's the right language. Und wir sind frisch geduscht, munter und sogar hornswach. Es ist gerade mal 9. Es ist gerade mal. Kann man das lesen? Es ist 8.55 Uhr und wir fangen gleich an. Und ich bereite mich hier etwas vor. Let's go into the studio. Follow me. Sit. My bloody drum set. Drum tuning done by. What's your name again? Wojtek. Wit. Geh noch ein bisschen näher ran vielleicht. Just we start recording. Recording? Erzähl mal den Leuten ein bisschen, ja, was ihr so gemacht habt den ersten Tag. Wir haben heute Morgen mit. Ja, wir müssen anfangen. Dann halt nicht. Heute zu Gast Kevin Otzlas. Von Jack Slater. Otzlaff. Und Kevin, wie war die Fahrt? Ja, ganz gut, ne? Okay, und? Weiter, wie bist du gekommen? Mit dem Flugzeug. Mit dem Flugzeug und das war dein erster Flug? Ja. Hey! Ist mir richtig die Hose bei aufgegangen. Die Hose bei aufgegangen. Dann bin ich mit dem Bahn gefahren. Mit dem Bahn ja. Und mit dem Taxi.
Mit dem Taxi. Ja, das ist doch schön. Und wann nimmst du auf jetzt? Morgen. Morgen. Weil der schwule Schlagzeuger es wieder nicht hingekriegt hat. Ja, heute Hurensohn. Gestern schon alles fertig zu kriegen, ja. Ja. Today's day 3 in the Big Brother container and we have 3 songs left. I just need to go to the toilet. Good. Und wir folgen ihm natürlich. Wir nehmen die jetzt illegal auf. Wir setzen die ins Internet, könnt ihr euch runterladen. Dat. Hallo! Hey, you bloody asshole! Ja, Kameras an, ne? Wir sind jetzt endlich fertig mit dem Schlagzeug nach 3 Tagen. Inklusive Soundcheck. Nee, und ja, jetzt sind wir sehr gespannt, weil der Rohsound, der killt schon alles. Und wir haben fast nach jedem Song die Toms und die Snare komplett neu gestimmt und waren da wirklich sehr fürsorglich. Und ich bin wirklich gespannt auf das Endprodukt, ja, und auf die Gitarren. Und ja, wir werden sehen, was das Herz so begehrt. Keine Ahnung, was gibt es denn sonst noch zu erzählen? Wie fandst du so die Arbeitsweise hier und so? Die Arbeitsweise das ganze Studio, war die Leute? Sehr, die sehr fett. Also die Leute super nett und total schnell. Also die kapieren sofort, was man meint und ja, wissen sofort, wo der Hase langläuft. Und ja. Wir haben jetzt alles nach Klick eingespielt, wo ich mich erst gegen gewehrt habe. Und letztendlich war es jetzt aber doch gut und es hat auch alles gut geklappt. Becken sind schön, ich bin stolz auf mein Schlagzeug. Danke, Schlagzeug, für den geilen Sound. Und ja, an Robin auch ein Dankeschön für die für das Shiner, die Felle. Und ja, sonst gibt es nichts mehr. Hast du noch was? Nein, ne? Ja. Ach, das darf man im Internet gar nicht zeigen. Das darf man nicht. 10 Sekunden, so ein Ausschnitt. Goodbye, Fans and Friends. Family, Fans and Friends.